Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Es geht diesmal wieder um eine Zuschauerfrage. Ein Herr Trützaxe oder Frau Trützaxe fragt: Ich habe eine Frage, die nicht wirklich zu diesem Thema passt. Könnten Sie ein Video über das Berechnen von trigonometrischen Parallaxen machen? Würde mir sehr weiterhelfen. Danke im Voraus. Ich hatte dann geantwortet, dass ich nicht genau weiß, auf welchem Niveau das ist, weil also rein dieses Thema ist ziemlich offen jetzt formuliert. Ich kann aber ein paar Dinge mal sagen, was man überhaupt darunter versteht. Und möglicherweise wird dann die Frage bereits beantwortet, sonst müssten Sie also nochmals sich melden. Bei den Parallaxen geht es darum, dass man etwas anschaut, welches von zwei unterschiedlichen Standorten aus betrachtet wird. Und ich zeige Ihnen das Problem dieser Parallaxen vielleicht am einfachsten mal rasch mit einem Beispiel. Ich habe hier einen Maßstab auf das Papier gelegt. Ich will jetzt mal einen Bleistift vor diesen Maßstab legen und dann die Kamera leicht verschieben, während ich diesen Bleistift hier so lasse. Und achten Sie einfach mal darauf, wo erscheint dann die Spitze des Bleistifts über dem Maßstab, wenn ich die Kamera gleichzeitig bewege. Ich mach das mal. Sie sehen, der Bleistift rutscht ein bisschen herum. Wenn der Bleistift näher ist bei der Kamera, wird dieser Weg größer hinten. Das heißt, wir haben hier ein Problem, das vielleicht zum Beispiel ein Zeigerinstrument hat. Es könnte ja sein, dass ich einen Zeiger habe, der hier etwas anzeigen soll. Hinten dran ist eine Skala, die Ablesung des Zeigers erlaubt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schräg auf diesen Zeiger schaue, da kann es sein, dass ich an der Skala eine falsche Zahl ablese, wie wenn ich so schaue oder auf die andere Seite das verschieben würde. Das heißt, dieses scheinbare Verschieben des Bleistifts vor dieser Skala, das kann zu Fehlern führen, die man auch Parallaxenfehler nennt. Das ist eine Möglichkeit, wie man trigonometrische Parallaxen vorfindet. Jetzt am besten erklärt man das, wenn man das Ganze mal von der Seite anschaut. Also wo man dann wirklich die Dimension besser sieht. Dann habe ich ja hier meinen Bleistift gehabt. Da unten war dieser Maßstab. Und die Kamera, die hat jetzt im Normalzustand von hier geschaut. Und hat nachher hier eine Ablesung quasi dieses Zeigers oder dieser Bleistiftspitze über dem Maßstab erlaubt. Wenn ich jetzt aber schräg mit der Kamera schräg da drauf filme, dann wird der Bleistift dann so gezeigt und die Fortsetzung dieses Lichtstrahls, den der Bleistift hier definiert, ist dann hier an der Stelle hier. Das heißt, wir haben eine Fehlablesung, falls es ein Zeigerinstrument ist, die doch recht beachtlich sein kann. Und wenn man diese Situation hier mal anschaut, dann sieht man, das ist im Grunde genommen einfach ein Schnitt zweier Geraden, zwei unterschiedliche Sichtlinien hier. Diese beiden Punkte hier sind dann die Auftreffpunkte dieser Geraden auf einem Maßstab oder auf einer Bildebene oder so. Und die beiden Positionen hier sind ja die beiden Kamerapositionen. Da das zwei Geraden sind, die sich so schneiden, haben wir den gleichen Winkel hier. Und diesen Winkel nennt man eben diesen parallaktischen Winkel. Das ist, wie Sie sehen, trigonometrisch auch einfach zu berechnen. Wir haben hier im Grunde genommen die Strahlensätze, die uns da erlauben, auszurechnen, wie die Zusammenhänge sind. Wenn ich hier zum Beispiel eine Strecke x verschiebe, dann definiert mir die Strecke x hier zusammen mit diesem Abstand hier, ich nenne das vielleicht mal x1 und das nenne ich y1, zusammen mit diesem Abstand y1 gibt das hier diesen Winkel. Und dieser gleiche Winkel habe ich auch hier. Das heißt, ich habe auf der Seite ebenfalls in diesem Abstand y2 eine Distanz x2 und das Verhältnis x2 zu x1 ist das gleiche Verhältnis wie y2 zu y1 zum Beispiel. Das sind die ganz normalen Strahlensätze. Also wenn ich dann einen Teil davon kenne, wenn ich drei Sachen kenne, kann ich das vierte daraus ausrechnen. Also ich schreibe es nochmals auf. x1 durch y1 ist gleich x2
Da ist y2. Wenn mich zum Beispiel jetzt hier dieser Fehler interessiert, x2, kannst du das auflösen und sagen, das ist das gleiche wie x1 mal y2, das ist y1. Das ist dann vielleicht gemeint mit diesen Berechnungen der trigonometrischen Parallaxen. Wenn einem der Winkel interessiert, könnte man sagen, dieser Winkel, ich nenne das vielleicht mal Alpha 1, dessen Tangens von Alpha 1 ist einfach Gegenkathete durch Ankathete, also x1 durch y1. Und das ist das gleiche wie dann Alpha 2. Gut. Das wäre mal rein von der Situation. Jetzt, wo braucht man sowas? Da gibt es mehrere Anwendungen. Man kann zum Beispiel Distanzen auf diese Art abschätzen. Ich zeige mal ein Beispiel. Das nennt man auch Daumensprungmethode. Dazu wird der Daumen vor den Kopf gehalten und einmal mit dem linken und dem rechten Auge wird die Landschaft dahinter anvisiert. Eine Methode, die lernt man im Militär oder bei den Pfadfindungen und die beruht eigentlich genau auf dieser Parallaxenmethode. Ich zeige das rasch, also wir haben hier unsere beiden Augen. Wir haben hier den Daumen, den wir mit gestrecktem Arm vor die Augen halten, also wir schauen da diese Richtung, nicht wahr? Da wäre der Kopf. Da mit der Nase von oben. Das wäre der Daumen. Und wir schauen nachher einmal mit dem linken Auge und einmal mit dem rechten Auge zum Daumen und schauen hinten dran in der Landschaft, wie weit der Daumen hier quasi scheinbar hin und her springt. Wenn ich einmal links schaue, einmal rechts schaue. Wenn wir den Daumen also stillhalten und nur links und rechts schauen, dann können wir hier vielleicht recht gut abschätzen, was die Distanz hier ist in der Landschaft. Vielleicht können wir das in Bezug setzen zu der Größe von Autos oder von Häusern und haben dann hier, machen wir ein Beispiel, vielleicht 50 Meter, wo der Daumen scheinbar hin und her springt, wenn ich links und rechts schaue. Jetzt wollen wir ja, das ist die Idee, wir wollen hier wissen, wie weit ist die Landschaft weg. Also diese Distanz hier interessiert mich, ich nenne das jetzt mal y2 wie vorher. Das haben wir gesehen, da gilt der Strahlensatz. Wir können also sagen, dass die zwei Dreiecke hier, dieses hier und dieses hier, sind ähnlich. Gleiche Winkel. Jetzt weiß man, bei normalen Menschen ist dieser Abstand ungefähr 7 cm zwischen den Augen und der Abstand des ausgestreckten Daumens von den Augen ist im Schnitt etwa 70 cm. Das heißt, wir können sagen, dass dieses Verhältnis 7 cm zu 70 cm aus einem Verhältnis von ein Zehntel ist. Und genau das gleiche haben wir dann auch hier. Wir haben ja auch da im gleichen ähnlichen Dreieck das Verhältnis von dieser Seite zu dieser Seite hier ebenfalls ein Verhältnis von 10 oder ein Zehntel. Wir können deshalb sagen, dass das y2 dann gerade 10-mal größer sein muss als diese 50 Meter hier. Wenn wir also da die Strahlensätze aufschreiben, nennen das vielleicht mal wie vorher x1 und y1. Da können wir also sagen, das wäre dann das x2. x2 zu y2 ist gleich x1 zu y1. Das durch das ist gleich wie das durch das. Wir suchen das y2, dieser Abstand hier, nehmen das da auf die rechte Seite. Nehmen die anderen beiden Dinge nach links, dann haben wir y2 ist gleich x2 durch x1 mal y1. Jetzt haben wir schon gesehen, dass x1 durch y1 ist gerade ein Zehntel. Umgekehrt gesagt, y1 durch x1 ist 10. Also wir können sagen, das hier ist gerade 10. Wir halten deshalb y2, das was wir suchen, ist gerade diese Sprungdistanz, die wir hier abgeschätzt haben, aus 50 Meter zum Beispiel, mal 10. In unserem Fall 500 Meter.
Weil es bei den Menschen das da immer praktisch gleich ist. 7 cm, 70 cm können wir grundsätzlich sagen, dass der Sprung, den wir hier sehen, wie der Daumen da links nach rechts springt in der Landschaft, mit 10 multipliziert werden muss. Und dann haben wir die Distanz, wie weit diese Landschaft da vom Daumen weg ist, 500 Meter. Wenn das 30 Meter wäre, hätten wir 300 Meter. Wenn es 80 Meter wäre, hätten wir 800 Meter. Eine einfache Methode, Distanzen zu schätzen. Man muss einfach dann schauen, dass man hier diese X2-Größe einigermaßen gut schätzen kann. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Das nennt man die Daumensprungmethode. Ein anderes Beispiel, wie die Parallaxen verwendet werden, ist bei den Sternen. Wir haben ja vorher gesehen, dass eben solche Bewegungen hier sich dann auch transferieren auf Bewegungen auf der anderen Seite. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass wir jetzt astronomisch mal denken und sagen, wir haben ja die Sonne und die Erde, die sich um die Sonne bewegt. Es gibt ja Sterne, die relativ nahe sind bei der Erde, zum Beispiel die Planeten. Oder vielleicht auch Fixsterne, die näher sind. Und es gibt ja den Fixsternhimmel hinten, der da quasi einen Hintergrund liefert, wo also der quasi im Unendlichen liegt. Jetzt, wenn wir einen nahen gesagten Stern nehmen, Stern S1, und die Bewegung der Erde um die Sonne anschauen, indem wir den Stern fixieren und schauen, was der Stern da vor dem Fixsternhimmel macht, dann ist es ja so, dass wenn die Erde hier ist, dann sehen wir diesen Stern S1 an der Stelle hier vor dem Fixsternhimmel. Wenn die Erde weiterdreht, ein halbes Jahr später ist sie dann da, dann sehen wir diese Geschichte hier. Das heißt, dieser nahegelegene Stern, der bewegt sich da im Laufe des Jahres hin und her vor dem Fixsternhimmel. Und es gibt eine Möglichkeit, Distanzen zu schätzen, weil wenn wir diese Distanz hier kennen, nicht wahr, können wir nachher den Winkel hier ausrechnen zum Stern und damit dann auch abschätzen, wie weit der Stern weg ist. Man hat das auch benutzt, um eine Distanzgröße in der Astronomie festzulegen, die heißt das Parsec. Wenn nämlich dieser Winkel hier zwischen der Sonne und dem extremen Punkt der Erde hier gerade eine Bogensekunde ist, nicht wahr? Dieser Winkel gerade eine Bogensekunde ist, dann spricht man bei dieser Distanz hier von einem Parsec. Und das kann man in Bezug setzen zu einer anderen astronomischen Größe, die heißt die astronomische Einheit. Da unten ist nämlich dieser Abstand zwischen Sonne und Erde ja bekannt, das nennt man auch eine astronomische Einheit. Und da kann man aufgrund dieser Zusammenhänge auch schließen, dass eine Parsec ungefähr 206,3, also ein Parsec ist ungefähr 206,3 astronomische Einheiten. Das wäre die Anwendung in der Astronomie. Wenn man beim Ablesen diesen Fehler, den ich vorher erwähnt habe, vermeiden möchte, dann gibt es die Möglichkeit einer sogenannten Spiegelablesung. Wenn ich nämlich hier einen Zeiger habe und da jetzt so ein Maßstab und ich möchte vermeiden, dass ich da schräg an den Zeiger schaue, dann kann ich das so machen, dass ich hier beim Maßstab noch ein Spiegelband anbringe und ich dann darauf achten muss, dass das Spiegelbild des Zeigers mit dem Zeiger übereinstimmt. Wenn ich jetzt schräg schauen würde, dann hätte ich ja den Zeiger hier. Wenn ich das Spiegelbild des Zeigers anschauen würde, dann wäre das Spiegelbild des Zeigers in der Richtung. Ich habe den Zeiger und sein Spiegelbild nicht übereinander. Ich habe direkt von oben da drauf schauen würde, dann habe ich ja diesen Parallaxenfehler nicht. Und dann ist auch der Zeiger selbst und sein Spiegelbild übereinander. Ich habe hier aus Wikipedia so ein Bild eines solchen Zeigers gezeigt. Da habe ich den normalen Zeiger und da sein Spiegelbild
das sollte übereinstimmen, sonst schaue ich eben schräg und das ist nicht ideal. Gut, das wäre vielleicht im Moment alles dazu. Sie müssen einfach nochmals nachfragen, wenn das nicht das war, was Sie wissen wollten.